Exten. Hören und entdecken. Der Extener Edelhof. Seit 800 Jahren residiert auf diesem Boden der Adel. Im Jahr 1213 belohnte der Bischof von Minden einen gewissen Gerslaff für seine Dienste. Er bekam Land in Rinteln und Exten und nannte sich fortan Gerslaff von Eckersten. Seine Familie baute einen wehrhaften Adelshof. Im 17. Jahrhundert folgte die Adelsdynastie von Wartensleben, die großen Einfluss auf die preußisch-deutsche Geschichte hatte. Zum Beispiel Alexander Graf von Wartensleben. Er war unter Friedrich I. von Preußen Generalfeldmarschall, Geheimer Kriegsrat und Statthalter von Berlin. Im 1727 entstand das heutige Herrenhaus im Stil der Régence, einer Spielart des französischen Rokoko. Es ist ein Maison de Plaisance, also ein Lustschloss. Aufwendige Reliefpfeiler umgeben das Portal. Das Giebelfeld mit der Uhr wurde reich verziert, auch mit der Muschel, der Rocaille. Von ihr hat der Rokoko-Stil seinen Namen. Auf dem Mansarddach steht ein filigraner Uhrturm mit Wetterfahne. 1807 fiel Exten unter französische Herrschaft. Der damalige Schlossherr bangte um seinen Besitz und verkaufte ihn an einen Edelmann aus Amsterdam, Diederik Gijsbert von Waardenburg. Der investierte, baute die Orangerie, das Kutscherhaus und die großen Wirtschaftsgebäude. Doch nach 5 Jahren war er bankrott. Das Lustschloss wurde versteigert und ging an einen Kaufmann aus Bremen. Dessen Nichte heiratete Christian Theodor von Mayen. Er wurde später Regierungspräsident des Fürstentums Lippe. Bis heute ist der Edelhof in Exten im Besitz der Familie von Mayen geblieben. Das Gelände ist nur eingeschränkt zugänglich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Schildern.